Lea macht Nägel mit Köpfen und knöpft sich ihren Terrornachbarn selbst vor. Der nächste Schock ist vorprogrammiert. Ey, was soll das? Lass meinen Freund in Ruhe! Ach, sie schon wieder. Ich kann's nicht glauben. Was willst du von meinem Freund? Reicht doch schon, dass du mich schon so terrorisierst mit meiner Familie. Ach, so terrorisierst mit der Familie. Hör mal, drehst du jetzt total am Rad oder was? Du wirst ja immer hysterischer. Sag mal, bist du sicher, dass du mit so einer Panikkuh was zu tun haben willst oder so? Ist ja auch egal. Ich weiß ganz genau, dass du das warst mit dem Video. Und ich sage dir, wenn meine Eltern wiederkommen, wirst du sehen. Was werde ich dann sehen? Du wirst genug sehen. Schon allein das, was du alles getan hast. Das, was du dir in deinem kleinen Köpfchen vorstellst oder so? Ich kann doch nichts dafür, dass du hier total den Film dir schiebst. Was für ein Film? Du hast einen Film gedreht bei mir. Sag mal, ich glaube es nicht. Das ist ekelhaft. Du bist krank in der Birne. Sag mal, ich kann nichts dafür, dass du in der Pubertät bist. Schatz, also, bleib mal ruhig. Muss ich mir nicht geben. Sag mal, ich soll ruhig ganz bleiben. Ehrlich, was wollte der von dir? Der wollte, dass ich dem sein Rasen mähe für Geld. Du brauchst dir keine Sorgen machen, okay? Ich habe Nein gesagt. Weißt du, du musst dir deinem Bruder nicht noch mehr Sorgen machen. Wieso fragt er dich? Schatz, der ist voll nett. Nett? Das ist seine Masche mit meinem Chef, bei der Polizistin. Was ist los? Wieso glaubt mir denn keiner? Jetzt auch noch mit dir. Schatz, hör mal zu. Sag mal, Alex, checkst du das denn nicht, dass er das extra macht? Schatz, der ist voll kranker Mensch! Was für ein Spinner! Jetzt versucht Ludger auch noch meinen Freund auf seine Seite zu ziehen. Ich bin so enttäuscht. Warum redet Alex überhaupt mit dem? Einen Tag später. Lea ist froh, dass ihre Chefin ihr noch eine Chance gegeben hat. Allerdings bahnt sich schon die nächste Katastrophe an. Selma? Ja. Hast du kurz Zeit? Natürlich, was brauchst du? Ich habe eine kleine Frage. Und zwar, könnte ich ein bisschen Vorschuss haben? Einen Vorschuss? Was brauchst du denn? 100 Euro. Mehr brauche ich wirklich nicht. Aber warum? Was sind deine Eltern? Die sind in Urlaub und ich muss einkaufen. Und ich würde dich wirklich niemals fragen, wenn es keine Not wäre. Okay, aber ich nehme das TM von deinem Lohn nächsten Monat dann ab, ne? Ist kein Problem. Jeder kann in Schwierigkeiten geraten. Ist noch drinnen die 100 Euro. Dankeschön. Aber warte mal. Sag mir mal, hast du denn so viel verkauft in letzter Zeit? Also ich habe schon Produkte verkauft, aber so viele? Was heißt so viele? So viele waren es jetzt auch nicht. Wie waren es so viele nicht? Ein Momentchen. Ich weiß nicht, Hier waren Produkte überall. Da waren Produkte, da waren Creme. Hier waren Produkte. Ja, ich weiß aber nicht. Aber du meinst, du hast sie nicht verkauft, oder wie ist das? Was heißt denn das? Willst du mir jetzt was unterstellen, dass ich was mitgenommen habe? Natürlich will ich dich denn was unterstellen. Was aber sind die Produkte? So. Ich weiß nicht. Zeig mir in deine Tasche, bitte. Meine Tasche? Ehrlich? Deine Tasche. Öffne die Tasche. Nimm deine Tasche und öffne sie. Das geht doch nicht. Du bräuchtest Geld, ne? Und jetzt mal ganz dringend. Ach, nee. Ich dachte, du hättest die Tasche nicht. Das kann nicht sein, das war ich nicht. Nein, natürlich, die Produkte, die sind von allein in deine Tasche reingeflogen. Nein, ehrlich, ich war das nicht. Warum das soll ich dich beklauen? Du kriegst eine Anzeige hundertprozentig und bist sofort gefeuert. Was wir gerade gesehen haben, zeigt, dass unser Rechtssystem brüchig und nicht frei von Fehlern ist. Natürlich musste und konnte auch die Chefin von Lea davon ausgehen, dass Lea gerade beim Diebstahl zum Nachteil der Chefin erwischt worden ist. Was sollte sie auch anders denken? Das Diebesgut ist ja in Leas Tasche gefunden worden. Und jeder Diebstahl stellt einen sofortigen Kündigungsgrund dar. Es ist unglaublich. Soll ich die Polizei anrufen? Ich habe ein Date mit ihm. Er macht das schon die ganze Zeit. Doch hier, so wie ich Lea erlebe, war sie das nicht. Und ihre Chefin müsste sie besser kennen. Wie kann es sein, dass die jetzt so hart reagiert? Und schon taucht Ludger wieder auf. Das heißt, die beiden haben schon eine nähere Bindung. Möglicherweise ist die Chefin deswegen jetzt nicht mehr in der Lage, richtig nachzudenken. Ja, raus hier! Dann haben wir noch aber gleich sofort. Gedacht, Thomas. Die Anzeige kriegst du in alle Cremen raus. Die bleiben alle hier. Ich will dich nie wiedersehen. Nie wieder. Wie die mit den Kunden umgeht hier, ist ja unverschämt. Was habe ich diesem Psycho nur getan? Und noch schlimmer ist, was hat der noch vor? Der nächste Morgen. Nach ihrer Kündigung sehnt Lea nur noch die Rückkehr ihrer Eltern herbei. Dabei steht ihr das Schlimmste noch bevor.
Was machst du da? Nichts. Was machst du im Kleiderschrank von meinen Eltern? Gar nichts. Was versteckst du da? Ich hab nichts. Hast du Geheimnisse? Nein. Was, Schatz, Mann. Dein... Okay, keine Geheimnisse, aber ein Brief hinterm Rücken. Ganz komisch. Ja, ey. Andy Bugs, ich beobachte euch. Bald ist es vorbei mit eurem schönen Leben. Schatz, pass auf, hör zu. Ich habe den Brief bei dir im Zimmer gefunden und ich wollte einfach bei deinen Eltern Schlafzimmer einfach nachgucken, ob hier noch mehr Briefe liegen. Ich wollte nicht, dass du und Finn noch mehr Angst kriegen. Also immerhin steht Alex ja zu seiner Freundin, aber sein Verhalten kommt mir sehr fragwürdig vor. Denn wenn er nichts zu verbergen hätte, warum versteckt er den Brief hinterm Rücken? Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. Wir haben eine Tür vergessen, auf jeden Fall. Nein, Schatz, bleib mal. Wir müssen alles zumachen, der kommt wieder rein. Schatz, wir haben alles zugemacht. Auf jeden Fall, nein. Bitte, Schatz, bleib mal stehen, wir haben alles zugemacht. Wie kommt er hier rein? Bitte. Ich muss unbedingt mit dem Brief zur Polizei. Ich habe Panik. Er war wieder in meiner Wohnung. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Zwei Stunden später. Als Lea von der Polizei zurückkommt, ist an Frieden immer noch nicht zu denken. Naja, ich gehe jetzt mit Holly Gassi. Wieder macht. Wo ist Holly? Die lag gerade im Wohnzimmer am Teppich. Holly! Holly? Finn? Ja? Wo ist Holly? Im Wohnzimmer. Nein, ich komm doch gerade von da drin. Hä, die war doch gerade eben auch noch da. Holly? Prüf über den Garten. Ey, wer weiß, was der noch alles mit dem, was der macht? Der wird sie grillen. Die Geschwister sind sich sicher. Nachbar Ludger hat etwas mit dem Verschwinden des Familienhundes zu tun. Holly? Ist sie da? Ich sehe nichts. Hörst du was? Nein. Hast du da hinten geguckt, in die Fenster? Nein. Da kommt man nicht hin. Was ist das? Oh nein! Der ist da. Was macht der? Der kommt. Was? Warum? Wofür braucht der Hundefutter? Der wohnt hier ganz allein. Der hat hundertprozentig unser Hund. Der ist so krank, der Typ. Hallo, was machen wir denn jetzt? Ich spreche ihn an. Warte. Ja. Geh dahin. Was machst du mit Hundefutter? Wo ist mein Hund? Du hast den Hund. Du hast unseren Familienhund. Wo ist Holly? Was habe ich mit eurem Köter zu tun? Warum hast du Hundefutter? Das geht euch gar nichts an. Wollt ihr das wissen? So ein Lügner. Das ist Hundefutter. Wofür brauchst du das? Du hast Haustiere. Du hast gar keine Haustiere! Das ist für mich... Wollt ihr auch mal? Du bist so widerlich! Du hast unser Hund! Und jetzt runter von meinem Grundstück, klar? Abmarsch! Mann, ey, du bist krank. Was ist mit unserem Hund überhaupt? Ey, wie... Ey, Lea? Nein! Mann, ey! Dem Verrückten ist alles egal. Tut der Holly weh? Dann raste ich aus. Er kann jetzt was erleben. Lea und Finn vermuten, dass Nachbar Ludger den Familienhund Holly entführt hat. Die Geschwister fackeln nicht lange und starten eine Befreiungsaktion. Finn hat jedoch eine ganz böse Vorahnung. Finn! Ey, warte, warte! Ey, Finn, das ist wer lässt deine Tür einfach offen stehen? Das ist eine Falle von denen. Finn, es geht gerade um unser Hund. Bist du ey, was ist, wenn der uns hier irgendwie austrickst oder so? Finn. Alter. Finn, das war bevor die in Urlaub gefahren sind. Hier sind noch mehr. Holly? Das ist so krass. Ja, wir gehen den Hund holen und sind hier sofort wieder raus. Holly! Holly! Hast du geguckt? Was ist das? Holly? Oh mein Komm, Gott. Finn! Ich höre sie. Holly? Oh mein Gott, Holly! Oh mein Gott, Holly!
Scheiße, die kommen oh nein. Nicht raus. Okay, warte. Mach das Fenster auf. Okay. Warte, die Polizei. Hey. Finn, hier ist kein Empfang. Oh mein, das ist alles fest. Finn, die kommen hier ist nicht doch raus. Kein Empfang. Was denn noch passiert? Oh. Oh mein Gott, ich hab's dir gesagt, das war eine Falle. Finn hatte schon das richtige Gespür und es bewahrheitet sich. Ja, die beiden hätten das alleine nicht machen sollen. Das ist viel zu riskant gewesen. Jetzt sitzen sie in der Falle. Und ich kann tatsächlich nur hoffen, dass sie Glück haben und irgendjemand nach ihnen sucht und sie finden.